Hier haben wir halt ein klares Motiv, das Motiv der eifersüchtigen gehörnten Ex, die eventuell dann da Rachegelüste auslebt. Und das kann nicht sein, dass die Existenz von Menschen so leichtfertig zerstört werden kann und dass sich da noch wirklich andere dran beteiligen und mitmachen. Und mein größter Kritikpunkt ist nach wie vor der, dass am Ende des Tages echten Opfern gar nicht mehr geglaubt wird. Wenn wir solche Beziehungsgeschichten, so toxisch die auch sind und so ungerechtfertigt die sind, so aufbauschen, niemand glaubt dann noch echten Opfern. Und das ist wirklich ein Bärendienst an der Sache. Und deswegen glaube ich keiner der beteiligten Personen, dass es ihnen wirklich um die Rechte von Frauen oder von Opfern ging. Es war wirklich eine Medienklicke, das ist sehr leicht nachzuvollziehen, die sich da selber hochgepusht hat, die sich selber eine enorme Reichweite, eine enorme Machtposition gesichert hat. Und alles auf dem Rücken von einem unschuldigen Menschen.